Und hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls. Ja, heute, liebe Freunde, also ich bin schon mal in die Undead Burg gelaufen, wie ihr seht, bin auch schon mal eben gestorben, aus Versehen. Und was ich jetzt mit euch filmen bzw. tun möchte, ist einfach nochmal ein bisschen Burgfarming. Wenn man es denn nicht so verkackt, wie ich es gerade tue und es vielleicht auch mal nicht so laggen würde gerade. Wäre das schon mal ganz positiv. Ich habe übrigens den zweiten Catalyst, wie ihr seht, equipped. Habe jetzt einen in der Offhand und einen in der Mainhand. Bringt namhaft eigentlich nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da haben wir eine Truhe vergessen aufzumachen. Aber ich kann so halt eben einmal zwischen dem normalen Casting, zwischen dem Soul Arrow und dem Magic Enchantment für mein Sword jumpen. Und das ist halt ganz positiv, weil so kann ich halt einmal mit Schild normal gegen diese Untoten kämpfen und eben einmal mein Schwert enchanten. Also ich kann quasi normal casten und kämpfen und das Schwert enchanten. Ist per se ganz praktisch. Vor allen Dingen, weil ich jetzt hier mal einen kleinen Soul Farm Run machen möchte. Und natürlich gerade noch Stress bekommen habe. Aber ich möchte einfach ein bisschen Untote schnetzeln und den Kampf gegen den Capra-Dämon vorbereiten, indem ich hier einfach ein bisschen schnetzel und das Level mal ein bisschen anhebe, damit wir auch eine größere Chance gegen den nächsten Boss haben. Ja, weil, da wir nicht den Vorteil nicht genießen können, andere Spieler in diese Welt einzuladen, was natürlich sehr blöd ist, werden wir jetzt mal hier versuchen, einen guten Hebel zu schnetzeln. Havel ist ziemlich stark und haut wirklich ordentlich rein und bewacht den Eingang in den Darkwood. Ich glaube, es ist Darkwood Basin. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, Basin ist, glaube ich, ist, ja. Und ist eigentlich nicht unbedingt jemand, den wir auf unserem Level töten sollten. Wollen sollten. Weil, wie ihr seht, der Damage, den wir hier machen, der ist grandios. Wow, es wird hier immer besser. Aber wir können schon mal seine Angriffe blocken. Ja. Und da habe ich den Parry verkackt. Also das ist Havel. Den möchte ich jetzt gerne noch legen. Könnte ein bisschen länger dauern. Könnte mir ein bisschen beim Fehlen zuschauen. Ist aber nicht ganz so frustrierend wie andere Kämpfe. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen Damage einpacken normalerweise. Aber naja, was macht man nicht alles? Hatten wir mal gerade Glück und einen Staggering Blow. Der Nachteil an meiner ewigen, an der Strategie, die ich eben verfolgt habe, ist natürlich, dass
wenn ich den Parry mal verkacke, dann sterben wir natürlich. Und das ist doch sehr suboptimal. Huch, da ist ja anscheinend einer runtergefallen. Aber ja, wir probieren Havel gleich nochmal. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch down. Das Schwert macht allerdings nicht so viel Schaden. Vielleicht versuche einfach nochmal unsere Seelen wiederzuholen und noch ein bisschen zu farmen hier. Dass wir das Schwert vielleicht noch ein bisschen upgraden können. Und ja. Ich weiß nun jetzt nicht, wo unsere Seelen rumliegen. Ich hoffe hier irgendwo auf der Treppe. Ansonsten könnte das hier nämlich nochmal so enden wie gerade. Da unten ist der Bastard. Ja, doch noch ein bisschen Backstep-Damage rausgeholt. Backstabbing macht natürlich nicht so viel Damage wie Scheiße! Da hat er mich doch nochmal erwischt, der Penner. Backstabbing macht natürlich nicht so viel Schaden wie ein Parry. Aber dafür liegen jetzt die Seelen weiter oben und wir können theoretisch direkt die Seelen mitnehmen, ohne den Havel nochmal. Ohne ihm nochmal über den Weg laufen zu müssen. Also beim ersten Mal war das irgendwie einfacher mit dem Jäger. Aber was will man machen? Das ist halt, ich muss mich halt auch erstmal an die andere Caster-Spielweise hier gewöhnen. Und das ist eben auch nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit einen Hau drauf gespielt hat im Endeffekt. Also den Jäger habe ich auch sehr verskillt und der macht mittlerweile auch überhaupt keinen Damage mehr. Weil ich eben nicht wusste, wie man den skillen muss. Und ja. Deshalb wollte ich jetzt mit dem Magier ausprobieren. Und meine fälligen Versuche hier filmen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Let's Play insgesamt werden wird. Ups. Weil diesen Havel, den will ich unbedingt noch töten. Ups. Ja, allerdings werde ich dafür erstmal zu Andre gehen, um eben mein Schwert noch ein bisschen aufzurüsten. Ja, wir haben eigentlich jetzt sogar noch andere Waffen. 104 Damage. Das Claymore macht mehr, aber das können wir nur zweihändig. Stat Requirements haben wir dafür nicht. Disclaimer erst recht nicht. Nein. Anscheinend haben wir wirklich sehr wenig anscheinend haben wir wirklich sehr wenig Dinge, die wir nehmen können. Ein Dagger möchte ich nicht. Also das
Longsword möchte ich jetzt schon behalten. Und gehen wir zu Andre und graden das noch ein bisschen ab. Vielleicht kriegen wir dann ja dadurch noch ein bisschen mehr Damage, den wir da rausholen können. Und vielleicht kriegen wir dann noch Hebeltod. Wer weiß. Ich werde das Schwert auf jeden Fall auf in den Magiebereich noch weiter reinbauen. Also mal schauen. Jungs und Mädchen. Hier ist vielleicht ein ganz schlechter Weg lang zu laufen. Jetzt kommt nämlich gleich der Wyvern wieder und röstet uns theoretisch. Das wäre keine so gute Idee. Ja, da hätte ich mal ein bisschen früher drauf aufpassen sollen. Aber naja, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Lassen den Drachen mal die Viecher töten, das kann man nämlich ganz gut sehen. Und ja, und nochmal ein Hollow Shield. Wir versuchen jetzt einfach mal, ups, hoffentlich nicht zu sterben. Tun wir auch irgendwie nicht. Und laufen dann hier zu diesem Bonfire, weil der Wyvern dann, meine ich, sich verpisst. Und wir nach vorne rennen können und die Seelen holen können. Ja. Da fliegt er weg. Wo fliegt er hin? Wir wissen es nicht. In den Sonnenuntergang. Wiedersehen. Und jetzt können wir hier vorne ganz unbesorgt unsere Seelen holen, die wir eben verloren haben. Dann prügeln wir uns weiter nach vorne zu Andre. Warum bin ich eigentlich gerade schon wieder so langsam? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zu langsam bin manchmal. Ja, ich glaube, ich habe zu viel an. Das sieht immer noch sehr langsam aus. Aber macht ja nichts. So ganz nackt wollen wir ja auch nicht rumrennen, das ist ja ein Fauxpas quasi. Stirb schon. Geht doch. Ja, wir werden das Schwert jetzt auf Level auf. So, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Ja.
Oh, meine Soul Arrows gehen langsam aus. Der macht natürlich um einiges mehr Schaden. Der macht sehr viel mehr Schaden, ist aber dafür sehr viel langsamer. Der Great Soul Arrow. Naja, wir schauen einfach gleich mal. So, sind wir jetzt bei Andrei von Astora. Ich glaube, eigentlich spielt man einen Sorcerer auch nicht mit Schild. Eigentlich spielt man es, glaube ich, eher mit einem Casting und Ausweichen, aber. Hier lieber nochmal auf Endurance, damit wir noch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit bekommen. Und Endurance Level 20, wie gesagt, solltet ihr so als Richtwert nehmen. Also ich finde es eigentlich immer ganz gut. Reinforced Weapon. Das Item, Tetanus Shard. So, jetzt fehlen uns hier noch zwei Tetanus Shards. Wir probieren jetzt aber auch mal hier den Titaner Demon zu töten. Da war ich wohl ein bisschen aus meiner Reichweite raus. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dürfen den Guten nicht nur nicht zu nah rankommen lassen. Weil im Nahkampf haben wir die Oberhand momentan. Ich sage, wir lassen uns treffen. Und da ist er down! Nur, aber ein Demon Titanite. So, für die 2000 kaufen wir uns jetzt noch zwei Titanite Shards. Mit denen können wir dann Purchase Item, Titanite Shards 2, Reinforced Weapon. So, damit haben wir ein Longsword plus 5. Und wir sollten nochmal hochgehen. Und das die Aufladung wieder voll bekommen. Weil wir gehen jetzt nochmal kurz in einen Abstecher in den Darkroot Garden. Ja, in den Darkroot Garden. So, die Frage ist jetzt, wo gehen wir genau hin? Ich glaube, wir laufen einfach nach vorne und holen uns das. Okay, die sind schon ein wenig zäher. Die benötigen zwei Casts und einen Schwerthieb. Aber auch das geht doch. Doch down. Da ist ein Item.
Oh, da oben ist der Moonlight Butterfly. Wow. Da habe ich nicht aufgepasst. Dafür kriegst du jetzt auch 3 Cuffs, mein Freund. Den tollen Überraschungsmoment kann ich schon belohnen. Wie gesagt, da oben ist der Moonlight Butterfly. So ist das, wo man gegen den Moonlight Butterfly kämpft? Kann gut möglich sein. Ja, manchmal ist es nicht so einfach, sich zu merken, wo es lang geht. Kann man schon mal durcheinander kommen. Hier vorne kommen wir erst durch, wenn wir dem guten André 20.000 Seelen bezahlen für das Crest of Artorias. Was an sich schon... Es ist schon sehr nützlich, wenn man diese Shortcut hat. Ich könnte den Moonlight Butterfly Kampf machen. Sofern ich dabei nicht sterbe. Ich probiere es einfach mal aus. Eine Humanity wird mich schon nicht umbringen, wenn ich die nicht mehr habe. Und also der Moonlight Butterfly Kampf ist wirklich einer der einfachsten in dem Spiel. Allerdings solltet ihr dafür eine Beschwörung verwenden. So, ich glaube, ich kann hier auch einfach durchlaufen, ohne irgendwas zu aggroen. Ich glaube, ganz am Ende muss ich einen... Okay, mit der Strategie hätte ich es vielleicht nicht so unbedingt probieren sollen. Eher mit dem Crit. Okay, die kleineren Spells machen den Psycho überhaupt keinen Sinn. So, hier müsste jetzt irgendwo das Summoning... Da ist es doch. Witch Beatrice solltet ihr euch für den Kampf auf jeden Fall sichern. Denn wenn ihr sie für diesen Kampf holt, dann wird Witch Beatrice auch in einem späteren Kampf gegen die Four Kings an eurer Seite kämpfen. Und der Kampf gegen die Four Kings später ist wirklich... Scheiß und Dreck. Ja, das da unten ist, wo wir eben gewesen sind. Und da bin ich auch schon gestorben. In einem der einfachsten Kämpfe überhaupt. Ja, dem Spell muss man eben ausweichen. Nichtsdestotrotz probiere ich es jetzt nochmal. Einfach weil ich es kann. Und weil ich den Kampf eigentlich sehr gerne habe. Solange ich die Humanity dafür aufbringen kann, also 3 Versuche. Haben wir noch. Bräuchten vielleicht mal ein Schild mit einem höheren
einer höheren Magic Resistance. Weil wir unser Schild für die anderen Kämpfe normal nicht benötigen, suchen wir uns jetzt mal einen raus. 30, 40, 35, 55. Ich glaube, besser als 55 wird's nicht. Weil dann absorbieren wir eben schon mal 50. Oh, der ist auch deutlich leichter jetzt zu laufen. Durch die 55 Magic Resistance bekommen wir halt nicht mehr ganz so viel Schaden von den Spells, sollten wir getroffen werden. Im Normalfall versucht man eigentlich, den Spells auszuweichen. Ich bin nur immer, wie ihr eben gesehen habt, ein bisschen zu dumm. Das ist übrigens ein Zauber, der nennt sich Tranquil Walk of Peace. Den machen diese Viecher hier gerne mal. Eigentlich könnte ich auch Seelen an den Viechern hier farmen. Wie ihr seht, funktioniert das auch ganz gut. Und der ist tot. Ja, der ist tot. Beatrice. Wie sieht's denn eigentlich mit unserer... Mal schauen, ob sich's hier lohnt. Ja, dann geht die Magic Defense auch noch mal ein gutes Stückchen hoch, wenn wir hier das Sorcerer Set anziehen. Normalerweise sollte man da mit einem anderen Schild reingehen, aber naja. War er schon. Der Moonlight Butterfly. Damit haben wir Witch Beatrice auch für den Kampf freigeschaltet. Und ja, war gar nicht so schwierig, ne? Und dafür haben wir gerade 10.000 Seelen bekommen. Das sind 2 Level-Ups. Ist eigentlich nicht schlecht. Plus... Hier oben gibt es den Basement Key, den man normalerweise für. Den braucht man normalerweise für den. Um zu Hebel zu kommen. Wir benutzen jetzt einmal einen Homeward Bone. Weil ich eben ungern nochmal sterbe und die Seelen verliere. Eins auf Endurance. Wir können sogar 2 Intelligenzpunkte setzen. Und machen damit hoffentlich mehr Damage. So, jetzt laufen wir zurück. Oh, schon wieder einen übersehen. Ja, machen doch schon etwas mehr Damage. Blood Red Moss Clump. Ja, geht. Jetzt gehen wir nochmal darunter. Weil wir haben hier unten rechts noch etwas zu erledigen.
Ja, so haben wir halt ein leichtes Spiel mit diesen Typen, wenn wir einfach ein bisschen auseinanderziehen. Diese Purple Mossglomps wollen wir nämlich haben. Die sind später für Blight Town ganz wichtig. Außerdem wollen wir noch unser Schwert ein wenig upgraden. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich hab's auch im ersten Hab auch ehrlich gesagt in meinem ersten Durchgang nicht gecheckt, wie ich diese Seite noch holen kann. Aber man lernt eben nie aus. Und wir haben einen Moonlight Butterfly getötet. Was hoffentlich unser letzter Boss in diesem Let's Play sein wird. Wahrscheinlich in dieser Episode allerdings schon. So, hier können wir nämlich jetzt... Unten wartet noch ein schwarzer Ritter auf uns. Und ich hab's natürlich verkackt. Eigentlich wie immer. Ja, ich sollte jetzt vielleicht wieder den anderen Schild nehmen. Da oben ist doch ein Item. Ich hab's eben noch gar nicht gesehen. Lederarmor und einen Langbogen. So, hier unten ist der schwarze Ritter, den wir hoffentlich tot bekommen. Da wartet er. Wow! Ja. Wir hätten ihn tot bekommen, wenn ich nicht so dumm, dämlich hier runtergefallen wäre. Man sollte ab und zu vielleicht auch mal schauen, wo man hinläuft. Das hilft bei Dark Souls, sowie im wirklichen Leben auch. Ja. Also der Moonlight Butterfly Kampf ist, wie gesagt, wenn ihr diesen Titanite Demon hier vorne tot bekommt und ups, ich das immer wieder vergesse. Und es schafft zu ihm zu kommen mit eurer Humanity, dann equippt einfach ein Schild, der Magic Resistance bekommt und Beatrice kann den Moonlight Butterfly im Endeffekt auch fast schon allein töten, solange ihr lang genug überlebt. Das gibt sich eigentlich nichts. Und ja, jedes Mal, wenn ihr übrigens sterbt, sind diese Viecher wieder neu da. Solange, also bis ihr sie das erste Mal tötet, sind diese, könnt ihr diese Viecher eigentlich so oft. Jedes Mal, wenn diese Viecher euch entkommen, sind sie wieder da, wenn ihr sterbt. Oder ich glaube auch, wenn ihr an einem Bonfire euch ausruht.
Titanite-Chunk. Das ist super. Diese Titanite-Chunks werden nämlich später noch voll seltenst. Oh, da sind meine Seelen wenigstens wieder. Diesmal sollte ich vielleicht eher aufpassen, wo ich hinlaufe. Eben war ich besser. Ich gebe es zu. Eben hat es besser funktioniert, als ich hier versucht habe. Naja. Naja. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich sowieso nicht. Von daher probieren wir es einfach nochmal. Ich will diesen Black Knight halt unbedingt noch Druck bekommen. Das ist so mein Ehrgeiz. Weil ich hatte ihn eben schon fast tot und dann eine kleine Tiere. Ich könnte vielleicht auch mal versuchen, ihn mit dem großen Soul Arrow zu beschießen. Oder den langsamen. Ich könnte auch die Seelen einfach sparen und versuchen, mir den Heavy Soul Arrow zu kaufen. Der hat zwar weniger Uses. Nein, 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 er fällt. Uses als mein jetziger normaler Soul Arrow, macht aber dafür mehr Schaden. Und das ist doch schon mal eine sehr gute Eigenschaft, möchte ich meinen. Da unten sehe ich schon, wo meine Seelen liegen. Ja, ich versuche jetzt einfach mal, ihn ein bisschen zu bombardieren. Ich muss halt gucken, dass meine Casts das richtige Timing haben. Und ja, dann, wenn das nicht funktioniert, dann sollte ich es vielleicht doch mit dem Schwert probieren. Und wenn das nicht klappt, dann ja. Wo liegst du denn jetzt? Hast du eben noch gesehen? Da liegen sie. So, ich probiere jetzt mal auf den einen Heavy Soul Arrow zu schießen. Wow, das war ein knapper. Blue Titanite Chunk. Das wollten wir doch mal sehen. Damit kann man nämlich Enchanted Weapons upgraden. Leider haben wir überhaupt noch keine Enchanted Weapon. Und der Grass Crest Shield ist eigentlich auch ziemlich gut. 95%, der hat 70% Fire Resistance. Und 42 Magic. Das ist eigentlich nicht schlecht, das Ding. Gar nicht schlecht. So. Hier dieses Bonefire mal anmachen. Da unten geht es in das Valley of the Drakes. Da wollen wir allerdings erstmal noch nicht rein. Weil die Drachen ficken uns, glaube ich. Ohne jetzt zu sehr Cartman zu werden, ne? So, wo gehen wir denn jetzt am besten mal hin? Wir könnten wieder zurück zum Feuerlingsschrein gehen. Und mal nach den Spells von Griggs schauen. Ob wir da vielleicht noch den Heavy Soul Arrow bekommen. Und dann bräuchten wir eigentlich noch ein Level, um den Attunement Slot, fürs Attunement, um den Slot dazu zu bekommen.
Allerdings lohnt es sich bei dem Capra-Demon-Kampf nicht wirklich auf Intelligenz zu gehen, weil wir da eben nicht casten können, weil dieses Drecksviech ja. Wir müssen ja versuchen, die Hunde so schnell wie möglich umzunieten. Ach, ist noch tot. Ja. Laufen wir erstmal zurück nach. In den Feuerlingsschrein. Die Titaner-Demons sind übrigens alle bis auf einen nicht respawnbar. Genauso wie die schwarzen Ritter alle nicht respawnen. Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr dieses Titanite, das Demon Titanite farmen wollt, müsst ihr das an anderer Stelle tun. Könnt ihr eben nicht hier machen. So, das war jetzt nur, um meine Seelen ein wenig aufzufrischen. Pusten wir mal ein paar Untote weg. Ich glaube, ich werde dann den Heavy Soul Arrow gegen den. Heißt der Heavy? Ne, Great Soul Arrow gegen den Heavy Soul Arrow austauschen. Weil sie doch schon ähnlich viele Nutzungen haben. Ups. Und der andere halt eben ziemlich langsam castet wird. Aber ich will jetzt aber noch mal einen Heavy Soul Arrow auf diesen Ritter hier hinten probieren. Ich sollte ihn eigentlich umhauen. Instant. Nicht schlecht. Also wie gesagt, im Darkroot Garden kann man unten ganz schön die Dingenskirchens farmen. Diese Riesenritter. Steinklötze, Stone Giants heißen die, glaube ich. Mitten in die Fresse. Okay, das hätte auch schon gereicht. Ja, wahrscheinlich der ein Rapier. Rapier. Rapier, keine Ahnung. Wir können auch ins Undead Asylum gehen. Und da noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Ihr merkt, ich drücke mich vor dem Capra-Demon. Der hat mich heute schon ein bisschen umgebracht, was ich alles rausgeschnitten habe. Weil, ja, ich wollte jetzt nicht, dass ihr mir 5 Stunden lang beim Failen zusehen müsst. Hello there. I realize that I have requested that, but I also want you to know that it here, no. Copper coin. Oh my. Oh. I have to await my. So what if I would do that? Very well. That is a shame. Speak to me if you have a change of heart. Hier kann man dem Way of the White beitreten, will ich aber nicht. Ich will später den Forest Huntern beitreten, damit ich im Forest Hunter Club bessere Chancen habe. Purchase Item. 6000 wollen die dafür. Okay, den sollten wir uns vielleicht mal. Ups. Organisieren. Ja, also wir wollen auf jeden Fall den Great Soul Arrow haben. Goodbye then. Do stay safe. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Seelen. Die Seele des Moonlight Butterflies möchte ich nicht benutzen. Hard Soul of a Nameless Soldier. Weil mit den Boss-Seelen kann man nämlich Waffen aufsteigen lassen. Spezielle. Und jetzt können wir uns den Great Soul Arrow holen.
Ihr wisst, werden wir den jetzt mal ausprobieren. Magic. Der hat 20 Uses. Testen wir ihn nochmal gleich im Kampf. Und dann möchte ich diese Folge auch schon beenden. Und vielleicht demnächst mal Havel töten. Der junge Mann ist mir immer noch ein Dorn im Auge. Okay, er castet sich schon mal genauso schnell wie der normale. Macht um einiges mehr Schaden als der normale. Allerdings nicht so viel wie der Heavy. Hat dafür aber mehr Uses als der Heavy. Also ich denke mal, ich werde erstmal mit dem Great Soul Arrow bleiben, den normalen Soul Arrow links auch noch drin behalten. Man weiß ja nie, wofür der gut ist. Und eigentlich sollte jetzt hier unten noch der ich habe ihn doch aus der Zelle rausgeholt. Hätte vielleicht noch mit ihm reden sollen. Ja. Naja, damit ist unser heutiges Let's Play zu Ende. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffentlich in den nächsten Tagen, Wochen, was auch immer. Und man sieht sich. Tschö mit Ö.